Schon schick. Heutige Besucher in unserer Meisterwerkstatt, dreimal Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Warum haben wir so viele Mercedes in unserer Werkstatt? Ganz einfach, weil die ziemlich coole Autos bauen und zum Zweiten, weil die Teile natürlich unheimlich teuer sind. Das macht es für hochprofessionell agierende Diebesbanden so lukrativ, mit den Teilen zu handeln. Teilweise werden Scheinwerfer abgebaut, Radartempomaten, die teuren Radsätze oder die Infotainment-Systeme ausgeschlachtet aus den Fahrzeugen. Aber wir haben es auch immer häufiger, dass die Fahrzeuge entwendet werden. Wir haben alleine in Hamburg Stadtteile, wo die Kriminalität im Auto-, im Kfz-Bereich um 100% gestiegen ist im letzten Jahr, weil sich das einfach lohnt. Warum schützen werkseitige Sicherheitssysteme nicht ausreichend? Ganz einfach, weil man illegale Möglichkeiten im Internet findet und Anleitungen und sich diese Module im Internet bestellen kann. Aber auch auf ganz legalen Wege kann man sich natürlich einen Autoschlüssel in der freien Werkstatt nachmachen für so ein Fahrzeug. Und diese komfortablen Lösungen nutzen natürlich die Diebe. Wenn ihr das Fahrzeug zum Autolackierer bringt oder zum Aufbereiter bringt oder in irgendeine Werkstatt bringt, wisst ihr nie, ob sich nicht irgendjemand einen Schlüssel angelernt hat. Das bringt zwei große Gefahren mit sich. Zum einen, dass das Fahrzeug dann natürlich in Sekunden verschwinden kann. Die zweite Gefahr ist, dass Sie euch noch zusätzlich einen AirTag oder einen kleinen Tracker reinlegen. Dann wissen Sie auch immer, wo Sie das Auto abholen können, wo es für Sie gerade am besten passt. Und natürlich auch, wenn ihr eine Schlüsseldublette bekommt. Das heißt, ihr bekommt gar nicht euren originalen Mercedes-Schlüssel zurück, sondern den kopierten Schlüssel. Und wenn ihr dann den Diebstahl meldet und die Versicherung die originalen Schlüssel einverlangt, dann kann es bei der Schadensregulierung natürlich ein böses Erwachen geben. Deshalb fordern Versicherungen in anderen EU-Nachbarländern eine sogenannte Faktor-2-Authentifizierung, bevor sie euch eine Versicherungsdeckung für so ein Fahrzeug gibt. Und solche Systeme verbauen wir hier wirkungsvoll jeden Tag. Zum einen, die präventiv abschreckend wirken, weil der Dieb weiß dank modernster Bluetooth-Technologie nicht, wo wir diese Sachen verbaut haben. Das heißt, die Komponenten, die wir verbauen, können wir in so versteckten Stellen einbauen, dass der Dieb sie nicht ohne weiteres finden kann. Und beim Diebstahl muss es immer schnell gehen. Der Dieb kommt zum Auto, hat eure Faktor-2-Authentifizierung nicht dabei, öffnet die Tür, bekommt einen Vollalarm und über die Wegfahrsperre, die wir zusätzlich in dem Fahrzeug installieren können, kann er das Fahrzeug dann auch gar nicht starten. Und ihr bekommt in Echtzeit einen Anruf, dass ihr einen Alarm an dem Fahrzeug habt. Und das macht es für den Dieb oder für Diebesbanden völlig unattraktiv, weil die kommen meistens in der Regel zwischen 1 und 2 Uhr in der Nacht und nutzen die Zeit dann, um das Auto außer Landes zu bringen. Und machen wir uns mal nichts vor, wir haben eine ziemlich gute Polizei in Deutschland noch. Aber wenn das Auto erstmal im Ausland ist, kann die euch auch nicht mehr helfen. Für eine komplette Absicherung von so einem Fahrzeug brauchen wir mit einer sehr routinierten 3-Mann-Crew circa einen Tag. Wir können immer sicherstellen, dass wir das Fahrzeug am selben Tag fertigstellen können. Was kostet der Spaß? Auf unserer Internetseite findet ihr ein Kontaktformular. Wir erstellen auch noch heute ein Angebot für euer Mercedes. Vielen Dank, euer Kai Stüven.